Ja, Leute, in der letzten Folge hat sich ja hier für Ventus die Ereignisse geradezu überschlagen bei Kingdom Hearts Final Mix. Kingdom Hearts 12 bei Steam Final Mix natürlich. Ja, dadurch, dass irgendwie er dazu bestimmt sei, eine X-Klinge oder das richtige Keyblade, also nicht das Schlüsselschwert, das wir so kennen, sondern eine richtig mächtige Waffe zu schmieden. Und Venitas offenbar, also der maskierte Fuzzi, soll seine dunkle Seite sein und so, hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dass er ursprünglich sogar beim Meister Sehanort war und den dann irgendwie zu Erekus brachte und ja, ganz, ganz viele Informationen auf einmal und Terror soll irgendwie auch Dunkelheit in sich tragen. Trotzdem sind es natürlich alle Freunde, beziehungsweise Meister Erekus ist jetzt der Meinung, ja, wer sich da quasi nicht dem Licht hingibt, soll irgendwie draufgehen und so, also ist ganz, ganz creepy. Halt die Frage, komme ich jetzt nochmal dieselbe Suche, kann da mal irgendwie hingehen, passiert irgendwas oder... Ist alles doof. Auch wenn wir jetzt hier sind, was kann ich hier noch alles machen? Ne? Da ist jetzt so die Frage. Weil ich habe das Gefühl, es geht doch langsam aufs Ende zu. Zumindest für Ventus. Wie es für die anderen sein wird, keine Ahnung. Okay, das ist einfach hier. Dann gleiten wir mal ein bisschen, ne? Das geht irgendwie nicht, wa? Gleichzeitig irgendwie. Dem Move ist alles zerstört, ich komme nicht weiter. Zerstört, wieso ist ja alles zerstört? Oh Gott, das haben Terror und. Was Erekus bloß getrieben? Wie komme ich eigentlich wieder raus? Ah, war nur über den Speicherpoint, wa? Wir haben bis jetzt noch nie eine Welt einfach manuell wieder verlassen. Ja, Weltkarte, gut. Also hier ist momentan nichts zu holen. Wie sieht es denn bei Meister Yin Sid und Co. aus? Ich meine, hier müsste doch irgendwie in der Lage sein, mit denen zu quatschen, was gerade passiert ist und so. Da Meister Yin Sid, wie sieht's aus? Wo ist Mickey? Ebenso, okay, da passiert nämlich auch nichts mehr. Königin Mimi, okay. Jetzt halt eben die Frage, wo zum Henker sind jetzt die hin? Gehen wir mal raus und gucken mal, was wir jetzt dann noch so machen könnten. Destiny 1 komme ich momentan noch nicht hin. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Hinter so Lymphs und so. Ja, warum sollen wir nochmal zurückgehen? Für die Schätze, ja, okay, da wäre vielleicht eine Option. Disney Stadt haben eigentlich auch noch nichts gemacht und so. Ja, komm. Dann mal ganz kurz hier. Das eine haben wir geholfen, das stimmt. Was ist denn zum Beispiel hier unten los? Das ist ja auch die Frage, bringt es überhaupt hier zu trainieren, oder? Wenig gibt es eigentlich nicht von dem her. Nö, nö, also die Erfahrungspunkte, die man hier kriegt, sind gar nicht mal so schlecht. Ist ja vielleicht auch etwas, was ich irgendwie auch offscreen machen könnte, ein bisschen trainieren. Ich wundere mich halt ein bisschen, dass wir hier so viele Erfahrungspunkte kriegen. Obwohl wir... Ja, wo die Gegner eigentlich relativ schwach sind, das ist ja eigentlich nicht normal. Aber mehr Abwehr, okay, da bin ich natürlich sehr gerne. Am Blitz, was denn was sein? Du.
Aha. Was irgendwie bewegen oder so? Das muss schon Blitz sein, wa? Das hängt leider immer wieder auf den alten Stand zurück. Scheiße, das heißt, ich muss mehrere Blitze ineinander einsetzen. Oder ich schaffe es, mit dem Kommando direkt auf Blitz zu wechseln. Überhaupt genug Blitzmoves drin? Na, viele sind es zwar nicht. Aber man kann es theoretisch mal testen. Vielleicht muss ich es ja gar nicht so machen, so kompliziert machen, kann natürlich auch sein. Aber es ist halt etwas, was aussieht, dass sie nicht damit irgendwie gut interagieren. Kann auch sein, dass er erstmal einfach hier ganz normal hoch muss. Hallo? Das sieht doch schon eher so aus, wegen, ja, ich muss den irgendwie so bewegen. Hm? Sagen wir es mal so, wie es ist. Mal gucken. Perfekt. Hat doch geklappt. Warte mal. Der eine war der Feuersturz und dann Frostwurf. Ne, nicht Stufe 1, Quatsch, hier. Du. Ah, stimmt, mir das mit meinem Feuersturz und so. So. Ein Mega Trunk. So. Die Frage, ah, wegt sich hier ja, alles, da ist klar. Wow! Fies! Ich hab den Mickey Sticker, ja. Und ihr geht mir hier nicht auf den Sarg. Aua! Sehr schön. Da geht es eigentlich wieder normal zurück, wo wir zuvor schon waren. Wo führen die mich denn hin? Da hoch vielleicht? Wenn ich jetzt mal hier bin. Alter! Hierhin, ja, hierhin wollte ich, das ist doch einfach nur geil. So, und jetzt, mal Gegner.
Gut, wobei es wieder das nächste Level wieder länger dauert. Ja, Pulsbombe ist ein seltsamer Move. So, Magneter Stufe 2, sehr gut. Ja, bei geht noch. Okay, diese Stadt ist echt creepy. Aber zum Glück können wir mal gleiten. Das ist doch auch nicht so schlecht. Oh! Was ist das jetzt? Oh nee. Nicht näher, oder? Ja gut, und jetzt? Aua! Das ist doch nicht euer Ernst, Freunde, es gibt nur Kopfschmerzen! Money! Wah! Schnell rein, Ventus! Alter Schwede! So, jetzt bin ich oberhalb der Stadt, oder wie? Ja, kann man so formulieren. Hier geht gar nichts. Ja gut, da können wir zwar rüberspringen, ja, aber... Ah, komm. Was zum... Bisschen creepy ist es trotzdem noch. So, warte mal. Da ist jetzt soweit klar. Dann haben wir jetzt da unten noch irgendwas, wo es weitergehen könnte. Weil eigentlich sind wir da in der wieder in der Stadt selbst. Okay. Der Chipsticker. Rückenhieb einsetzt. Rückenhieb steht nach dem Stellungsspiel zur Verfügung. Ah, okay. Ja, das kennen wir auch. So. Ja, doch. Also, gib doch ein paar Erfahrungspunkte. Universierten. So ein bescheuerter Name. Bei Herzlosen an dem viel besser. Das ist zwar vielleicht ein bisschen logischer, ja, aber besser. Naja. Oh, mir geht's ja nicht weiter. Jetzt sind wir hier auf dem Festplatz. Okay, macht Sinn. Rennbahn. Okay. Dann gehen wir mal hier runter und gucken uns mal hier noch um. Hallo?
Hey, Fetti Buletti, was soll das? Hey, hier stehe ich doch. Das ist doch einfach so geil. Ja. So. Ja gut, eben. Ist eine Rennbahn, wa? Ich dachte schon wegen irgendwelche Datenkämpfe. Oh doch, kann eben noch sein, wa? Oh nein. Okay, nächstes Level. Wir können mal gucken, was das sein soll. Sicher nichts Gutes. Das greift das Original, um die anderen verschwinden zu lassen. Falls es 5 Sekunden. Was ist das jetzt da unten? Nein! Ah, Mann, der wollte gar nicht. Der hier. Nein! Ja. Wo sind sie jetzt wieder da oben? Ich hatte schon leichte Panik, wo ich das Symbol gesehen habe. So wegen. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Schon wieder nicht. Du. Der hintere wäre es, glaube ich, gewesen. Okay, nicht allzu schlecht. Ist jetzt an den Sinn dahinter nicht so ganz, aber egal. Was gibt denn eigentlich hier noch Schönes? Udi? Früchteball spielen, hä? Okay. Fruit Skater! Okay. Du. Also. Wieder zurück auf dem Hauptplatz. Ja, wir können es mal kurz versuchen, war es ein bisschen eine Fun-Folge, so wie es aussieht. Naja, einfach mal ein bisschen gucken. Auf geht's, was denn das alles. Was denn das alles bringt, sag ich jetzt mal. Ernsthaft?
Gehen wir so einfach. Wenn du auch nicht richtig zielen kannst überhaupt. Oh Gott, wie lange dauert der Quatsch? Noch anderthalb Minuten noch, ungefähr. Ist gerade irgendwie eingetroffen oder was? Hä? War da voll drin? Diese Drohne war voll drin, ich hab's voll gesehen. So. Oh Mann, was ein bescheuertes Spiel, ey. Du kannst gegen den Chip und Chap antreten. Nee, Luftboss erhalten. Ja, danke schön. Abbrechen. Boah, Alter. Das war krass. So. So mal noch das Rennen dort drüben. Ja, ist ein bisschen eine Fun-Stadt, wa? Kann man so sagen. Schön. Kann man ja auch machen. Bis auf die Gegner sind nicht ganz so fun-mäßig. So, Jungs, wie sieht's aus? Ihr wollt eigentlich ja sagen. Okay. Angreifen. Ladies and Gentlemen, welcome to the great Disney World Destiny Rumble Racing. Come on. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Oh, sind wir ziemlich flink. Was ist das gerade? Wow, Alter! Was? Warum? Warum treffen mich immer auch?
So, können wir das Rennen beenden? Okay, da gehen. Ja, da ist die Abkürzung. Ich sehe es. Aber ich habe noch ein bisschen viel Mühe mit der Steuerung, deswegen ist mir das ein bisschen zu tricky. Doch noch gewonnen. Gott sei Dank. Tja, Freunde, ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ventus, Gleitraser, Gleitraser, Trick, Track und Tick. Eigentlich Tick, Trick und Track, egal. So, super dran gehalten, Dankeschön, abbrechen, nee, das war's. Das hat Spaß gemacht, das gebe ich gerne zu, aber für heute soll's gewesen sein. So, was machen wir jetzt Schönes? Schön! 71, okay, das ist doch ein bisschen heavy. Aber nicht schon Stufe 22, okay. So, wenn, halte ich fest. Wie unhöflich. Gut, wir hauen ab, Freunde. Ich würde sagen, das reicht. Wir können ganz kurz noch mit Mini quatschen, mit der Mini-Maus. Wenn sie irgendwo hier ist, Königin Mini, ist nicht hier. Schade. Wie sieht es bei euch aus, Jungs? Was? Was Nice-Tüten? Nee. Das ist immer gut, ein bisschen sparen. Okay. Thanks again. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, das war wirklich ein bisschen spaßig und so. Das kann man wieder ein bisschen bringen. Aber das soll es jetzt doch fürs Erste für heute mal gewesen sein. Ich begebe mich an die Oberfläche. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns mal in die Mirage Arena. Haben wir hier doch wieder relativ viel geschafft. Schätze 6%, sehr gut. Und ein paar mehr. Ja, den Rest haben wir, glaube ich, soweit durch. Weil wir wissen nicht, was wir hier noch groß machen könnten. Wenn die Mirage Arena durch ist, würde ich dann mal doch sagen, geht's zurück zum Schlüsselschwertfriedhof. Was wohl hier sowas wie die letzte Welt ist oder so. Ich meine, sonst haben wir echt nicht mehr viel zu tun. Und ich wüsste gar nicht, was wir sonst noch machen könnten. Mit wenn halt. Hä? Natürlich mit Aqua und Terror ist ein anderes Thema. Und dort, wie bereits erwähnt, ich bin gespannt, wie das mit den beiden sein wird. Ob irgendwann. Also ich dachte ja, vielleicht könnte es sogar sein, dass ich zwischendurch switchen kann. Das heißt, hey, willst du jetzt irgendwie die Story von Terror weitermachen und so? Weil das wird halt dafür sprechen, dass wir auch das Level und so, sag ich jetzt mal, Kommandodeck und so übernehmen können, direkt zu den anderen. Natürlich hat jeder von ihnen andere Statuswerte und so, ist klar. Weil ihr ein bisschen mehr auf, also Ventus ist ja mehr ein bisschen auf Speed ausgerichtet, Aqua mehr auf Magic und Terror mehr auf Kraft. Das ist ganz klar. Aber trotzdem wäre es halt so, dass ich denken könnte, ja doch, das könnte klappen, ne? Zu switchen. Aber vielleicht kommen sie noch. Vielleicht geht es ja später. Vielleicht muss ich erstmal eine Route durchspielen. Die anderen beiden kommen dann hinterher und so, ja. Mal gucken. Also, nächste Part, wie bereits erwähnt, erstmal Mirage Arena. Und wir sind ein bisschen aus wie ein Pokéball. Ich weiß nicht genau, wie lange uns das ja fesseln wird. Ob ich überhaupt groß Lust habe, hier viel zu machen. Ob es viel zum Freischalten gibt oder so, was eher ein bisschen just for fun ist. Und dann aber Schlüsselschwert Friedhof, mal gucken, was da mit Venitas und Meister Sehanort, Aqua, Terror, Mikis wird auch noch hier, was da so abgehen wird, wa? Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen!